Nein, ich bin nicht in den Mähwerkshandel eingestiegen. Ich habe es getan. Ich habe mir nochmal ein Kuhn-Mähwerk gekauft. Da steht's. Ein 2013er. Kaputt. So wie meins. In dem Fall hier unten bricht's ab. Und drüben ist es abgebrochen. Ja, und Plan ist jetzt, ich nehme den Rahmen von dem Mähwerk und den Balken von meinem Mähwerk und die Schutztücher von meinem Mähwerk und mache aus 2-1 und hoffe dann, dass ich wieder ein funktionierendes Mähwerk habe, das ich dann auch für einen einigermaßen Preis verkaufen kann. Weil so kaputt kauft es keiner, kann ich es bloß in die Tonne klopfen und da ist es dann echt zu schade dafür. Du filmst mich? Ja. Das geht ja gar nicht. Muss mir Sonnenbrillen. Sitz im falschen Folder drin. Das ist der Notausstieg, den brauchst du wahrscheinlich. Ja, mei, was soll ich sagen? Was ist der Fendt? Kann man mal ausprobieren. Aber. Schier ist er nicht. Schau ich jetzt einfach mal. Schier ist er nicht. Ich weiß aber nicht, ob ich mag. Grüß euch und hallo zusammen. Wir sind heute auf Messe. Wir sind nach Niederbayern gefahren, nach Karpfham, am Karpfhammer Fest bzw. Rottalschau. Und ich stehe jetzt da auf einem großen grünen Mähdrescher und überlege mir gerade, ob das ein Nachfolger wäre für meinen alten Fahrer, für den gezogenen. Der gezogene Mähdrescher baut ja nicht mehr John Deere. Nein, wir schauen uns das heute mal an und dann schauen wir, ob wir interessante Sachen für euch finden. Da haben wir das Nachfolgemodell von meinem. Schön mit der 3D-Kamera. Aber das Prinzip ist eigentlich gleich geblieben. Bisschen anders, bisschen offener. Der hat mir schon auch gut gefallen, aber der Preis halt. Es gibt ja auch andere Roboter, nicht nur blaue. Da haben wir gerade einen grünen. Der steckt die ganze Geschichte ein bisschen anders so. Ich weiß aber nicht, ob ich den tauschen darf gegen meinen Laden. Wir sind hier gerade bei der Firma Wasserbauer und schauen uns Futterski-Anschieber an. Das wäre die nächste Stufe der Automatisierung. Aber mal schauen. Da sind wir gerade bei Trionet am Stand, haben da ein Modell von so einer automatischen Fütterungsanlage. Also mit einem automatisch gesteuerten Futtermischwagen und Futterbefüllsystem mit verschiedenen Lagerboxen, verschiedenen Futtermitteln, also Heusilo und Kraftfutter, Mineralfutter. Ja, wäre schon eine interessante Geschichte, kostet aber viel Geld. Braucht halt Strom und nicht Diesel. Aber dafür ist mein Betrieb zu klein. Und das wäre dann das reale Modell dazu. Das wäre eine robotergesteuerte Fischwagen. Wo du allein durch den Stall durchfährt, da drin das Futter mischt. Und den Kühen halt nicht nur einmal am Tag frisches Futter gibt, sondern 3-4 Mal. Oder öfters, wie man es einstellt. Steht er gerade bei der Firma Böck. Ich habe was Tolles gefunden. Der Zerstäuber, der hat meine Kia gefallen. Das wäre genau das Richtige bei dem heißen Wetter.
Da haben wir auch eine schöne Schlauchbelüftung, die mir auch ganz gut gefallen wird. Wäre was für mein Hobby unten hier. Ja, mal schauen, was der Winter so bringt. Baby Umwelttechnik ist natürlich auch da. Hätten da einen schönen 8 Meter Frontschmetterling. Aber ich habe mir ja gerade eine Krone Front nicht weggehört. Und die Schwader, die Clementa-Schwader, 5,50 Meter in Front. Grundsätzlich finde ich ja die Qualmschader schon eine tolle Technik, auch wenn sie uralt ist. Aber ich sehe da immer ein bisschen Probleme mit Preis und Leistung. Genau so geht es. Läuft schon, oder? Ja, es läuft schon. Also der Herr Kübelsberger am Corona-Stand informiert sich gerade über einen Schmetterling und hat ihn auch schon fast gekauft. Das darf ich so folgen, gell? John Deere hat auch sauber aufgefahren. Die Firma Völk bzw. Ja, schon. War ein schönes Fahrzeug. Da hätte ich auch gerne ausprobieren. Da steht auch der Vorführer, der bei mir am Hof fällt. Ein Inder, dick bereift, hinten 45er, vorne 425er, da macht er sogar was her. 5M, 6R. Alles da. Lauter schöne kleine Bullock, inklusive 8RX, der mal wieder Wäsche bräuchte. Das ist natürlich für uns alles zu groß, aber schon mal schick zum Ding. Aber die Aussicht von da herum ist gar nicht so schlecht. Der ist durchaus überrascht, wie übersichtlich das Gerät ist. Da wirkt sogar der Weißwurstkessel ganz klar. Da, ja, der stört eigentlich gar nicht mehr groß, gell? Nach hinten runter. Ja, mal. Alles weit weg. Alles hoch drum. Aber wie gesagt, nichts für 3 Meter Front mehr weg. Jakob sitzt Probe. Da passt sogar die Farbe vom T-Shirt, gell? Ja. Da hat er schon gut stehen. Gefällt mir auch. Wir sind ja gerade beim Lindner, am Lindtrack. Der Thomas hockt da mal Probe. Und wie ist das Raumgefühl? Ich glaube, wir tauschen, der ist jetzt ein 6er bald. Das glaube ich nicht. So ganz nett. Ich finde halt interessant, die gelenkte Hinterachse. Hätte durchaus im Grünland seine Vorteile. Aber ich habe da immer ein bisschen Angst, wenn man schwere Lasten hinten dran hängt. Haben wir gerade auch was interessant gefunden? Für die biologische Unkrautbekämpfung oder auch wenn Spritzmittel knapp wird. Ein Mähwerk, wo quasi oben das Unkraut abschneidet und hinten im Bunker sammelt. Könnte für so manches Ackerfuchsschwanzproblem eine Lösung sein. Jakob nimmt schon Maß. War genau das Richtige für meine paar Hektar. Und wie ist da oben? Luft besser wie herunter? Aussicht ist schön. Ja. Es gibt höhere Aussichtspunkte. Gut. Die Maschine kennt ihr noch. Der hat einen großen Stoppelhobel. Und da hinten die Yukari, mit der wir den Sorg umgebaut haben. Ah, der Messetag neigt sich dem Ende zu. Wir sind inzwischen bei den kleinen Geräten gelandet. Man denkt schon darüber nach, ob das was zum Ausmisten war. Oder Jakob, was sagst du dazu? Schön Spielzeug, oder? Schön. Ah, jetzt ist Kraft ausgegangen.
Der Jakob wascht das gebrauchte Mähwerk, wo wir gekauft haben. Also das, was jetzt da noch am Bulldog hängt, das nehmen wir von dem gebrauchten Mähwerk her. Und alles andere wird dann von unserem Mähwerk hingebaut. Also Mähbalken, Schutztücher, das gibt alles. Es gibt alles das neue Baujahr. Und dann hoffen wir, dass das Ding wieder hübsch ist und vor allem gut mäht. Zeig noch mal ein bisschen hoch. Wir müssen jetzt schauen, dass wir die Backe wieder gerade bringen, dass der Antrieb wieder sauber gerade läuft. Alter. Gut. Gut. Alles schaut gut aus. Ich würde sagen, das Tag geht, oder? Ja, so. Ja. Das ist unser kaputtes Mähwerk. Also wir haben zwei kaputte Mähwerke, aber das ist das jüngere, das wo ich kaputt gefahren habe. Und da werden wir jetzt hier den Rahmen wegbauen. Und dann den Balken mit der linken Wange in das andere Mähwerk reinbauen. Und dann wird aus zwei schlechten Mähwerken gibt's wieder ein gutes. Wir haben heute ein schönes Regenwetter und haben uns das Mähwerk und das Dach gestellt. Also das ist schon der neue Balken von unserem Mähwerk, der alte Rahmen von dem, wo wir gekauft haben. Jakob baut jetzt gerade einen Teil der Antriebswelle runter. So, jetzt ist Hochzeit. Jetzt schauen wir mal, ob das alles wieder gut zusammenpasst. Gut. Robi. Runter. Warte mal. Schaut es bei dir aus? Also das passt alles sehr gut. Thomas schraubt da schon die Schrauben rein. Drüben stehen wir auch perfekt. Wir müssen dann bloß noch ein bisschen runter, aber das macht ja der Pendelbock. Aber jetzt werden wir erstmal drüben ein paar Schrauben rein, bevor wir da die Schrauben setzen. Also Rahmen ist gerade, Mähbalken passt, Kaderwelle schaut gut aus. Wir machen Fortschritte, inzwischen ist das Schutztuch wieder drauf. Jetzt fehlen noch die Seitenteile, oben die Blecher und das Mähwerk ist wieder fertig. Wir sind fertig mit dem Mähwerk. Thomas und Jakob werden gerade noch die letzten Schutzbleche montieren. Dann ist alles wieder in bester Ordnung und das Mähwerk einsatzbereit. Also wenn jemand Interesse hat an einem wirklich guten Kuhn GMD 3120 Kompakt, Baujahr ist 2018, Ersteinsatz war 2019, ist also gerade einmal 3 Jahre, alles dabei. Zapfen dabei, Entlastungsfedern dabei, Schutztücher sind alle in Ordnung. Top Mähwerk. Ihr findet das Mähwerk auf eBay Kleinanzeigen oder ihr schreibt es mir einfach hoch, dann findet man da eine Möglichkeit. Und wenn gerade Interesse besteht, da ist der alte Rahmen. Also die Winkelgetriebe sind natürlich noch tippitoppi. Könnte man sich als Ersatzteile einfach mitnehmen, weil zum Wegschmeißen sind es eigentlich zu schade. Seitenschutze habe ich auch noch, falls sich jemand seinen Schutz kaputt gefahren hat, sind auch noch wunderbar in Ordnung, nichts verbogen, Schutztücher in Ordnung. Also ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und pfiat euch. Bis zum nächsten Mal.